du aussiehst. Deine Haare sind so lang. Ist gut. Begleitest du mich auf meiner Geschäftsreise? Du willst mit mir quer durchs Land fahren? Ja. Nichts wie los, Andy. Ich bin so aufgeregt. Na schön, die Reise kann beginnen. Versprich mir, dass du niemals einen Anhalter mitnimmst. Ich werde niemals einen Anhalter mitnehmen. Gut, alles Vergewaltiger. Sie dürfen jetzt, wenn Sie wollen. Ja. Fantastisch. Wie Glück, Schätzchen. Danke, Ma'am. Schönen Tag noch. Nach 800 Metern. Was machst du denn, Ma? Bitte, ich stell dieses Ding ab. Ma, du musst hier abfahren. Was hier? Ah! Ab jetzt übernehme ich mal das Steuer. Gute Idee. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Für Sie und Ihre Liebste. Meine was? Andy, die haben hier Froschohrringe. Oh, Alter, zwinkern Sie mir nicht zu, das ist meine Mutter. Da ist ein Restaurant. Steht da Tapas? Ich liebe Tapas. Nein, da steht da nicht, Ma. Diese Woche ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ja! Setz dich woanders hin. Du hattest mal einen dunkelroten Penis, als du noch klein warst. Jetzt hätte ich fast den Tisch voll gekotzt. Du würdest es mir doch sagen, wenn er wieder lila anläuft. Aus meinem Penis könnte ein Auge wachsen und ich würde es dir nicht sagen. Hi! Das war das letzte Mal, dass ich ihre Tochter war. Was für ein schönes Kapitel. Er schreibt großartig. Ja. Schon okay, ich habe einen Anhalter einsteigen lassen. Hi. Ich gebe Ihnen meine Nummer und wenn Sie mal in der Stadt sind, rufen Sie an. Ja, ihr zwei solltet in Kontakt bleiben.